Hier in Brüssel ist das öffentliche Leben quasi zum Erliegen gekommen. Es gibt eine Ausgangssperre und auch wir vom ARD-Studio Brüssel versuchen, so viel es geht, von zu Hause zu arbeiten. Zum Glück geht das mit dem richtigen Equipment, also für Beiträge und für Live-Gespräche bin ich auch zu Hause ausgerüstet. Und was gut funktioniert, wenn man über die EU-Themen berichten möchte, wenigstens wird von der Europäischen Kommission und von den anderen europäischen Einrichtungen fast jedes Statement, jede Pressekonferenz auch über den Live-Dienst online übertragen. Das bedeutet, zumindest kommen wir noch an Töne und Informationen. Was fehlt, ist natürlich die Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen, die Möglichkeit, in Hintergrundgesprächen, auch mit Politikern zum Beispiel zu sprechen. All das fällt weg. Und was auch eine Einschränkung der Arbeit bedeutet, es gibt keine großen Pressekonferenzen mehr, bei denen man Fragen stellen könnte, sondern das Ganze passiert halt im Internet. Und das bedeutet, dass ja, Fragen online eingereicht werden müssen, vorab, und dann ausgewählt und redigiert werden. Und dann werden einige beantwortet von den Politikern. Das ist natürlich journalistisch schon eine Einschränkung, wenn man eben nicht live vor Ort sein kann und selber spontan auf das reagiert, was sie sagen. Alles in allem sind wir hier in Brüssel wahrscheinlich noch ganz gut aufgestellt, weil unser Hauptthemenbereich ist eben die Europäische Union, über die wir berichten. Und die arbeitet zumindest mit Hochdruck daran, auch die digitalen Kanäle jeden Tag ein bisschen auszubauen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, sodass die Hoffnung besteht, dass, wenn diese Krise noch länger andauert, da auch die Kommunikationskanäle nicht ganz versiegen werden.